Hallo ihr Lieben, hier bin ich mit dem Dualseelen-Monatsorakel für den Monat Jänner 2017. Hier kannst du dich zwischen einem dieser drei Kristalle entscheiden. Hier schaue ich nach, welche Lernaufgabe dich erwartet, welche Lernaufgabe deinen Gefühlsklärer erwartet und eure gemeinsame Lernaufgabe. Und hier habe ich dann noch eine Karte aus dem Engel der Liebe-Orakel gezogen. Bevor ich jetzt mit diesem Orakel beginne, möchte ich dich noch darauf aufmerksam machen, dass ich bis 10. Jänner noch eine Aktion habe, wo ich hier in das Highlight 2017 hineinschaue, welches Highlight dich mit deinem mit deiner Dualseele erwartet. Also welches Highlight auf dich hier zukommt mit deiner Dualseele. Du hast hier die Möglichkeit, ein Video zu buchen, das 20 Euro kostet statt 30, oder per Mail um 10 Euro statt 15 Euro. Wenn du hier Interesse hast, kontaktiere mich einfach in der Infobox, erfährst du alles, wie du mich erreichst. So, du hast jetzt wie gesagt die Möglichkeit, dich für einen dieser drei Kristalle zu entscheiden. Ich beginne hier gleich mal mit dem grünen Kristall und schaue mir hier die Aufgabe an oder die Lernaufgabe für die Loslasser im Jänner 2017. Und hier haben wir Sieh nur die Liebe. Das heißt, deine Lernaufgabe wird sein, die Liebe auch wieder zu erkennen. Vielleicht hast du Bedenken, dass dein Gegenüber keine Gefühle für dich hat. Vielleicht stellst du das in Frage. Aber du wirst hier auf die Lernaufgabe gestoßen, das wieder zu erkennen. Dass du erkennst, dass dein Gegenüber dich liebt und dass auch er Gefühle für dich hat. Vielleicht wird er hier wieder auf dich zugehen im Jänner, dass du dann einfach wieder merkst, wie tief die Gefühle eigentlich sind. Wenn du das in der letzten Zeit hinterfragt hast und einfach gedacht hast, ja, wer weiß, ob er hier überhaupt Gefühle für dich hat, das wird dir jetzt im Januar vermehrt geschickt. Also du wirst hier Botschaften bekommen, in welcher Form auch immer, dass du merkst, dass auch bei deinem Gegenüber hier Liebe besteht. Denn hier steht ja, sieh nur, die Liebe, schau hin, da ist die Liebe. Und das ist hier eine Lernaufgabe für alle Loslasser, das wieder vermehrt zu verstehen und auch wieder vielleicht daran zu glauben. Vielleicht hast du einfach den Glauben verloren, weil er sich einfach oder sie, also dein Gegenüber sich einfach so verhalten hat, so verhält sich keiner, der Gefühle hat, wenn du das so denkst. Aber da wirst du jetzt einfach im Januar wieder merken und vermehrt darauf gestoßen, dass auch er oder sie Gefühle für dich hat. In welcher Form auch immer diese Zeichen kommen. Vielleicht schickt er dir anerkennende Nachrichten, was auch immer. Aber du wirst hier wieder merken, dass auch dein Gegenüber für dich Gefühle hat. Vielleicht hast du auch deine eigenen Gefühle in Frage gestellt, dass du auch wieder merken wirst, dass von deiner Seite Gefühle da sind. Und ja, das ist eigentlich auch eine schöne Lernaufgabe, das hier wieder zu erkennen. Schauen wir uns jetzt die Lernaufgabe für den Gefühlsklärer an. Oh, und hier haben wir die Hochzeit. Muss natürlich nicht immer eine Hochzeit im klassischen Sinne sein, sondern das bedeutet für mich auch immer eine Hochzeit. Also er wird in die Lernaufgabe getrieben, diese Bindung auch irgendwie zuzulassen. Man sieht ja hier ein verliebtes Pärchen, dass er einfach jetzt die Lernaufgabe hat, diese Verbindung auch irgendwie zuzulassen, dass er jetzt auch im Januar auf eine höhere Ebene kommt, was seine Lernaufgaben betrifft, dass es eine Hochzeit für ihn sein wird, dass er weiter wachsen darf. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Lernaufgabe, das ist auch eine angenehme Lernaufgabe, denn eine Hochzeit, etwas Schönes, etwas ja, Tiefes auch, ist natürlich immer eine schöne Lernaufgabe. Für den Gefühlsklärer natürlich nicht immer, weil er sich schwer tut, das zu erkennen, aber er wird im Januar vor diese Lernaufgabe gestellt, dem Ganzen auch eine Chance zu geben, also der Bindung zu dir eine Chance geben. Da wird es für euch beide hier im Januar
kann es sein, dass es wirklich zu Kontakten kommen wird, aber das wird eine sehr schöne Zeit werden für euch beide. Vielleicht werdet ihr Kontakt haben, wenn ihr aber keinen Kontakt habt, werdet ihr beide wieder eine Stufe weiterkommen mit euren Lernaufgaben. Und das finde ich gut, denn das soll ja so sein. Also hier haben wir keinen Stillstand, hier geht es für beide wirklich in eine sehr, sehr gute Richtung. Also beide werden hier merken, was ihr an dem jeweils anderen habt. Sowohl du, wenn du in der Vergangenheit gezweifelt hast, auch dein Gefühlsklärer. Also das finde ich eine sehr, sehr schöne Botschaft und da kannst du dich wirklich im Januar schon freuen. Schauen wir uns eure gemeinsame Energie an und hier haben wir, schaltet den Kopf ein. Das gilt jetzt für euch beide, dass ihr vielleicht wirklich in der Vergangenheit das Ganze in Frage gestellt habt, dass vielleicht du das in Frage gestellt hast, er in Frage gestellt hat. Und da möchte euch diese Karte sagen, schaltet den Kopf ein. Wenn du jetzt zum Beispiel denkst, ach, ich bilde mir das ein, dass er hier so nette Nachrichten geschrieben hat oder was weiß ich, schaltet den Kopf ein, wenn du schon länger in dieser Thematik bist zum Beispiel, möchte dir diese Karte sagen, hallo, schalte den Kopf ein. Jemand, der nichts von dir möchte, würde nicht so lange schon mit dir immer wieder den Kontakt suchen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, was ich damit sagen möchte, dass du den Kopf einschaltest und sagst, wenn er jetzt wirklich schon sehr lange mit dir immer wieder Kontakt sucht, dass du einfach sagst, hey, schalte den Kopf ein, da ist doch was, du bildest dir das nicht ein. Niemand, der nichts für einen empfindet, hat so lange immer wieder oder sucht so lange immer wieder den Kontakt. Das ist jetzt nur ein Beispiel, dass du den Kopf einschaltest und auch selbst hier wieder erkennst, dass hier Liebe zwischen euch beiden ist, wenn du das eben in Frage gestellt hast. Aber auch möchte diese Karte deinem Gefühlsklärer sagen, hey, schalte den Kopf ein. Denk einmal nach, würde sie dir immer wieder entgegenkommen, wenn sie nichts für dich empfindet, wenn er vielleicht sehr viel in Frage gestellt hat. Würde sie das tun, wenn sie nichts für dich empfindet? Denk mal drüber nach, schalte hier den Kopf ein. Das finde ich wirklich für beide eine sehr, sehr gute Lernaufgabe, dass ihr beide auch wieder bewusst erkennt, dass ihr euch das nicht einbildet. Ja, da geht es wirklich darum, dass man vielleicht in der Vergangenheit wirklich sich gesagt hat, ja, ich bilde mir das ein und ich verrenne mich da in was, das ist auch, schalte den Kopf ein. Denk mal drüber nach, würde jemand so lange mit dir schon Kontakt haben oder würde jemand so nett mit dir schreiben, wenn er kein Interesse hat. Also das ist eine sehr, sehr gute Botschaft auch und das finde ich sehr interessant, weil ich habe mich auch für diesen Kristall entschieden und das ist natürlich für mich auch ein Thema, hier wieder hinzuschauen und den Kopf einzuschalten und mir denken, würde jemand so lange immer wieder den Kontakt suchen? Das ist bei mir natürlich der Fall. Also ich kenne meine Dualseele schon mehrere Jahre und da denke ich mir auch oft, ja, bilde ich mir das alles ein. Und dann möchte dir die Karte wirklich sagen, schalte den Kopf ein, würde jemand so lange mit dir versuchen, Kontakt zu haben, wenn da nichts ist? Und vielleicht hat er keinen Kontakt und du glaubst es dir einzubilden, ja? Schalte den Kopf ein, du bildest dir das nicht ein. Das gilt aber auch für deinen Gegenüber, dass er einfach hier den Kopf einschaltet und sich denkt, würde sie jetzt wirklich mich immer wieder kontaktieren oder so nett mir entgegenkommen, wenn da nichts wäre, ja? Also das ist eine sehr, sehr schöne Botschaft. Schauen wir uns noch die Liebesengel an. Oh, wir haben hier die wahre Liebe. Dies ist die Liebe deines Lebens. Was möchte man da noch sagen? Sieh nur die Liebe und wahre Liebe. Und ich denke wirklich, dass das diese Karte wirklich schaltet den Kopf ein. Für euch beide gilt, schaltet den Kopf ein. Das ist die wahre Liebe. Schau doch hin. Das ist die wahre Liebe. Du bildest dir das nicht ein. Also eine schönere Botschaft, glaube ich, kann man hier wirklich nicht bekommen. Also ich freue mich gerade wirklich. Jetzt schauen wir uns die Mitte an. Und zwar die Lernaufgabe für den Loslasser. Lass los. Das ist ja wieder typisch. Lass los.
da muss ich, glaube ich, nicht viel dazu sagen. Deine Lernaufgabe wird im Januar sein, loszulassen, deine Dualseele loslassen, auch loslassen, was nicht mehr stimmig ist, was einfach nicht mehr in dein Leben passt, sei es in der Arbeit, sei es bei Freunden, sei es einfach, dass du so jemand bist, der immer wieder klein beigibt, dass du auch dieses Verhalten loslässt. Also hier geht es wirklich um das Thema Loslassen, nicht nur deinen Gegenüber loslassen, sondern auch wirklich Verhaltensweisen, die dir an dir selber nicht mehr gefallen, wenn du immer wieder sagst, okay, ich bin ja so nett, ich mache ja alles für alle anderen, ich schaue viel weniger auf dich. Auch das sollst du hier loslassen. Lass das los. Und vielleicht auch Familienthemen, was auch immer. Du wirst selber wissen, was dir diese Karte Lass los sagen möchte, wo es hier noch Themen gibt bei dir, die du loslassen musst. Denk einfach drüber nach, was dir für deine individuelle Situation diese Karte sagen möchte. Die Lernaufgabe für den Gefühlsklärer ist hier, warte nicht. Das ist ja wirklich eine sehr, sehr schöne Botschaft. Er oder sie soll nicht warten. Er soll sich in Bewegung setzen. Er soll hier oder sie soll hier auf dich zugehen. Das schafft er aber nur, wenn du hier auch wirklich loslässt. Dann kann er hier in die Gänge kommen. Und das wird eine Lernaufgabe für den Gefühlsklärer sein, dass er nicht wartet, dass er aktiv wird, dass er in deine Richtung aktiv wird. Dahin wird er gedrängt. Aber, und da haben wir wieder das Resonanzgesetz, das kann und schafft er nur, wenn du hier wirklich loslässt. Dann ist es gut möglich, dass er hier nicht wartet und hier dann auf dich zugeht. Denn wenn du immer wieder für ihn präsent bist, kann er ja warten. Er wartet, bis du dich wieder meldest. Ziehst du dich aber zurück und lässt hier los, wird er dazu hingetrieben quasi, nicht mehr zu warten und hier in die Gänge zu kommen. Also das ist hier von dir auch abhängig, von deinem Loslassen. Also kannst du hier wirklich beruhigt loslassen. Es kann sein, dass er im Januar dann hier auf dich zugeht, weil er einfach auf diese Lernaufgabe hingetrieben wird. Aber das wird, wie gesagt, nur in Resonanz mit deiner Lernaufgabe gehen, wenn du das Loslassen auch wirklich machst. Schauen wir uns eure gemeinsame Lernaufgabe an. Hör auf dein Herz. Und das ist eine sehr, sehr schöne Botschaft. Für dich als Loslasser, hör auf dein Herz, lass Dinge los, die nicht mehr stimmig sind. Nicht nur deinen Gefühlsklärer loslassen, das sind auch andere Themen, die man hier loslässt. Hör auf dein Herz, schau, was dir nicht mehr gut tut und lass es los. Für deinen Gefühlsklärer bedeutet es, hör auf dein Herz, warte nicht und gehe einen Schritt auf sie oder auf ihn zu. Und das ist wirklich eine Botschaft, die, wo du wirklich dann stolz sein kannst, wenn du wirklich loslässt, wird er auch auf sein Herz hören, vielleicht auch mehr wieder seine Gefühle oder sich hier wieder mehr für seine Gefühle öffnen. Und hier auch nicht warten und dann auf dich zugehen. Das wird aber auch vom Herzen heraus. Du sollst vom Herzen heraus Dinge loslassen, die nicht mehr stimmig sind. Und er soll oder sie soll hier auf das Herz hören und nicht länger warten, in die Gänge kommen. Und das ist wirklich, also da freue ich mich über diese wunderschöne Botschaft. Schauen wir uns noch die Liebesengel an. Auch hier wieder eine sehr, sehr schöne Gefühlskarte, Anziehungskraft. Du ziehst romantische Liebe an, indem du diesen Moment voll genießt. Also auch hier wird es Gefühle geben im Januar. Beide, ihr beide werdet euch bewusst sein, welche Gefühle ihr füreinander habt. Ihr habt eine Anziehungskraft. Wenn du loslässt und er hier dann auf dich zugeht, wird das auch von Gefühlen geprägt sein. Und ihr beide werdet hier auch merken, so wie bei diesem Stapel schon, dass hier eine enorme Anziehungskraft zwischen euch beiden besteht. Und ja, da fängt ja wirklich das Jahr 2017 sehr, sehr schön an. Also auch hier eine klare Botschaft, dass Gefühle da sind, du kannst in Ruhe loslassen. Jetzt schauen wir uns noch den blauen Kristall an. Und die Lernaufgabe für den Loslasser ist hier Heilung.
Also du wirst hier vor die Aufgabe gestellt, Dinge in die Heilung zu bringen, sowohl mit deinem Gefühlsklärer als auch familiäre Dinge, freundschaftliche Dinge, alles, wo hier einfach noch eine Heilung notwendig ist. Das wird hier jetzt auf dich zukommen. Es kann auch zu einer Heilung mit deinem Gefühlsklärer sein, dass es hier in die Heilung und in die Klärung kommt. Das sagt mir diese Karte natürlich auch. Also vielleicht eine Heilung mit deinem Gefühlsklärer, dass ihr euch endlich aussprecht, oder du wirst die Möglichkeit haben, sehr vieles zu heilen, vielleicht alte Verletzungen mit deinem Gefühlsklärer, alte Verletzungen, was nicht mit deinem Gefühlsklärer zu tun hat. Hier wirst du vor die Lernaufgabe gestellt, vieles, wo bei dir noch die Heilung notwendig ist, wird hier auch in die Heilung gehen und da sollst du hier auch wirklich dran arbeiten. Dann schauen wir uns die Lernaufgabe für den Gefühlsklärer an und hier haben wir Übeverständnis. Das heißt, er wird für diese, also im Januar vor die Lernaufgabe gestellt, sich in Verständnis zu üben. Verständnis auch, was dich betrifft, dass er hier versteht, warum du so handelst, wie du gehandelt hast in der Vergangenheit. Hier wird er merken, warum das Ganze so passiert ist. Vielleicht wird er sich immer mehr öffnen, was diese Bindung betrifft, dass er sich immer mehr damit auseinandersetzt, was das überhaupt für eine Bindung ist und dass er hier einfach dann Verständnis bekommt und so einen Aha-Moment haben und sich denkt, aha, deswegen ist es so kompliziert, weil wir so eine tiefe Seelenbindung haben. Dass er hier wirklich auf sehr, sehr vieles stoßen wird im Januar, wo er hier dann auch das Verständnis erlangen wird, warum die Situation so ist, warum du so bist, warum die Beziehung zu dir so schwierig ist. Ja? Da wird er hier im Januar sehr viel Verständnis erlangen und Erkenntnisse auch, dass er wirklich hier dann merken wird, was hier eigentlich Sache ist. Und das ist wirklich ein Prozess, der wirklich gut ist, wenn der Gefühlsklärer hier merken wird, was eigentlich los ist. Denn viele Gefühlsklärer wissen ja selbst nicht, die sind nicht spirituell, sie befassen sich damit nicht und denken sich ja, warum ist das so, das ist ja nicht normal. Und hier wird er oder sie Verständnis erlangen, warum das eben jetzt so ist. Schauen wir uns eure gemeinsame Aufgabe an. Leuchtende Zukunft. Und das ist eine sehr, sehr schöne Karte. Ihr geht beide einer leuchtenden Zukunft entgegen. Das hat auch was mit deiner Heilung zu tun, dass du dann wieder mehr Licht ausstrahlst. Ihr geht einer positiven Zukunft entgegen. Du gehst in die Heilung. Er bekommt das Verständnis und das ist ein guter Schritt für eine leuchtende Zukunft. Da werdet ihr beide eine schönere und positivere Zukunft haben. Ihr geht einen guten Weg. Auf diesem Weg könnt und werdet ihr auch bleiben. Der Grundstein ist schon lange gelegt. Aber jetzt im Januar wird sehr viel in die Heilung gehen und ihr geht beide einer positiven Zukunft entgegen. Dann schauen wir uns noch die Liebesengel an. Und hier haben wir Lass Kontrollthemen los. Erlaube dieser Situation, sich ganz natürlich zu entwickeln. Das heißt, Kontrollthemen, dass du vielleicht hin und wieder schaust, was postet er, wann ist er online, was weiß ich, ja, dass einfach hier Kontrollthemen sind, vielleicht sind das auch, ist das auch bei ihm der Fall, dass auch er hier schaut, wann du online bist, was du postest. Das kann euch beide betreffen. Ihr sollt hier beide Kontrollthemen loslassen. Vielleicht versucht er hier wieder die Kontrolle irgendwie, weil Gefühlsklärer sind ja so Kontrollmenschen, die wollen einfach die Kontrolle nicht abgeben, vor allem was das Emotionale betrifft. Dann bedeutet die Karte auch für ihn, er soll auch die Kontrolle abgeben, also er soll die Kontrollthemen loslassen, sich auch fallen lassen können. Und das wird er auch. Ihr geht beide einer leuchtenden Zukunft entgegen, aber beide werdet hier aufgefordert, noch Kontrollthemen loszulassen. Vielleicht sind es wirklich diese Themen zu schauen, was er macht. Er oder sie vielleicht auf der Gefühlsklärerseite einfach die Kontrolle nicht abgeben wollen über sein eigenes
über die Gefühle zum Beispiel. Und da werdet ihr beide aufgefordert, die Kontrollthemen auch loszulassen. Und bei dir als Loslasser ist das auch ein Heilungsthema. Wenn du diese Kontrolle loslässt, wird es in die Heilung gehen. Und das fordert euch beide auf. Und das werdet ihr auch machen, denn ihr geht hier beide wirklich einer leuchtenden Zukunft entgegen. Und auch dieser Stapel ist wirklich eine sehr, sehr schöne Botschaft hat dieser Stapel. Also ich finde, alle drei gehen wirklich in die richtige Richtung. Ja, mehr kann man zu diesem Video eigentlich nicht sagen. Oh, das habe ich verkehrt. Da kann man wirklich nicht mehr sagen, als wie, dass ihr wirklich alle auf dem richtigen Weg jetzt seid. Hier die Liebe wieder erkennen, das Loslassen und hier die Heilung. Also hier haben wir wirklich drei wunderschöne Stapel und da können wir uns wirklich freuen, was im Januar auf uns zukommen wird. Vor allem auch hier, was die Gefühle auch betrifft. Also ich finde sowieso alle drei sehr, sehr schön. Ich freue mich auf den Januar. Ich freue mich auf eure Feedbacks, die ihr mir geben werdet. Und ich drücke euch die Daumen, dass alles so wird, wie ihr euch das vorstellt. Ich wünsche euch einen guten Rutsch in das neue Jahr und freue mich auf die nächsten Orakel. Alles Liebe. Ciao.